Erste Drittelpause. Nach 0:1 Rückstand führen die Pinguine nach 20 Minuten mit 2:1 gegen den ERC Ingolstadt in Playoff-Viertelfinalspiel. Nummer 3 an der Stelle natürlich auch nochmal gute Besserung an Patrick Köppchen, den Spieler des ERC Ingolstadt, der leider den Puck abbekommen hat und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wir wünschen hier natürlich von der Stelle auch nochmal gute und schnelle Besserung. Bei aller sportlichen Rivalität gehört das natürlich dazu, dass man dem Spieler da auch alles Gute wünscht. Norbert Steutner ist bei uns vom Autohaus Borgmann. Seit Jahren ein Premium-Partner der Krefeld Pinguine und morgen gibt es einen großen Gebrauchtwagentag. Herr Steutner, erzählen Sie uns kurz, was können die Fans dort erleben? Was kann der eventuell Autointeressierte dort morgen erleben? Also zum einen erstmal hallo zusammen. Stündlich fallende Preise, also bei uns wird morgen reduziert. Im Stundentakt ist schon interessant, sich seinen Favoriten auszusuchen, ein bisschen abzuwarten und dann zuzuschlagen und zu kaufen. Das ist das eine. Zum anderen ganz interessantes T1-Angebot im Neuwagenbereich. Jede Menge Action dabei. Leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Und zwischen 12 und 1 Uhr lassen es sich die Krefelder Pinguine nicht nehmen und besuchen uns bei Audi Borgmann. Und da gibt es eine Autogrammstunde und man kann die eine oder andere Frage zum heutigen Spiel hier stellen und zu dem Spiel danach am Sonntag. Wir sind ja voll im Playoff-Fieber. Genau so muss es sein und ich glaube, so ein Spiel macht auch richtig Lust. Vor allen Dingen, da heißt es ja auch wahrscheinlich, dass morgen richtig was los sein wird beim Gebrauchtwagentag. Ja klar, wir bekommen jedes Mal 2.000-3.000 Zuschauer über den Tag und wir rechnen auch morgen mit einem sehr, sehr guten Besuch und natürlich auch Besuch von den Fans, um hier nochmal kurz Hallo zu sagen, bevor die Truppe ab nach Ingolstadt fährt. Das ist die optimale Möglichkeit, da nochmal ein Autogramm zu besorgen und vielleicht direkt ein Auto mitzunehmen, denn es gibt stündlich fallende Preise. Die Werbung gibt es gleich nochmal im Powerbreak. Norbert Steutner vom Autohaus Borgmann, vielen Dank. Morgen großer Gebrauchtwagentag und die Mannschaft schaut auch noch mit vorbei. Gleich Drittel Nummer 2, Krefeld Pinguine gegen den ERC Ingolstadt. Aktueller Spielstand 2:1 für den KIV. So kann es weitergehen.